So, okay, was machen wir nun? Ich bin in einer neuen Aufnahmesession und plötzlich stehe ich hier. War ich nicht letztes Mal an so einem Bunker? Warum bin ich jetzt plötzlich hier? Hier blinkt was. Nehmen wir gleich mit. Voll. Was haben wir hier unten? Sachen zum Trinken. Ja. Ich habe noch irgendwas hier drin markiert. Okay. Gerade irgendwie so. Nicht so ganz vorbereitet, wie ihr merkt. Wir fahren los in die Richtung. Wer fällt ein? Oh. Ich bin ein Affe, ich weiß. ich finde die Dinger einfach geil. Wobei, so weit müssen wir gar nicht fliegen, aber oh, schön weit oben. Hui. So, und was müssen wir da tun? Sturzflug. Oh. Außenposten. Ah, okay, da sind Außenposten. Fand ich Außenposten leicht an den weithin sichtbaren schwarzen Rauchsäulen. Ah, da ganz links ist eine Rauchsäule, okay, wollte gerade fragen. So, wenn du befreist, ohne Alarm auszulösen und entdeckt zu werden, erhältst du einen zusätzlichen XP-Bonus. Jede befreite Außenposten schaltet einen Unterschlupf und so frei. Okay. Okay, dann ist ja jetzt super, dass ich hier mit dem Dinger gerade rumgeflogen bin. Also nicht. Aber ich habe halt auch keine stillen Waffen dabei oder so. Das ist halt auch ein Problem. So, was? Ich verlasse es doch nicht. Guck mal, die ballern schon. Was habe ich dabei? Ich habe zum Glück aber meinen Bogen dabei. Hallo? Einmal auswählen bitte. Dankeschön. Erstmal ein bisschen rumschauen hier. Liegen schon lauter Leute rum. Haben wir irgendwas Explosives? Alter, ein Büffel oder was? Ja, hier vorne geht's ab. Ein Elefant? Macht der Chaos, wenn ich den freilasse? Überall so Seilrutschen. Okay, können wir irgendwie ablenken oder so? Habe ich was Explosives dabei? Könnte ich vielleicht zerstöre Käfige, um gefangene Tiere zu befreien und Gegner abzulenken? Okay, deaktiviere und zerstöre den Alarm, damit der Feind keine Verstärkung ruft. Ja, Molotow könnten wir aber schon mal werfen. Schon die Frage, wie weit? Warte, das Auto steht hier. Aber ich weiß nicht, ob ich so weit werfen kann überhaupt. Na, fast! Oha! Ha, warum geht der Elefant jetzt raus? Wow! Haut den voll weg. Okay. Ja. Komm, räum auf. Alter! Was geht bei dem ab? Guck mal, der macht das Auto hier, die Hütte. Hier brennt es ein bisschen. Hier sehen wir jetzt gerade nicht viel. Das ist ja wirklich genial, hey. Wie der abgeht. So, der dann noch. Sollte aufpassen, dass er nicht stirbt. Was macht denn der jetzt da hinten? Will er wieder in seinen Käfig rein, oder wie? Du bist frei. So, wenn ich jetzt da hingehe, greift er mich auch an, oder wie? Eigentlich müsste jetzt alles befreit sein, oder? Alter, genial. Der Elefant, der war schon cool. Unentdeckt. Hahaha. Das war mal eine coole Aktion. Richtig nice. Erst die Geiseln, jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, AJ. Aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es? Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganmin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Der Sohn des Mohan Gael kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ.
Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Pagan Min zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann. Also, denk darüber nach, AJ. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Warum haben wir vorher hier hochgeguckt? Müssen wir da hochklettern irgendwann? So, Koop-Modus. Warum dreht's mich? Mir wird's schlecht. Okay, Uplay-Aktion beendet. Was ich eigentlich mal noch sagen wollte, ist es euch aufgefallen? Ich finde, die Stimme von AJ ist ziemlich ähnlich zu der Stimme von JD aus Scrubs. Also ich finde die... Also an manchen Stellen ist es sogar nahezu gleich, finde ich. Oder ich habe einen Gehörschaden. Aber ich finde schon eigentlich. Ich wollte gerade fragen, warum hört ihr die Map auf? Ist ja die Welt zu Ende, aber meine Map ist immer noch nicht da. Und ja, hier muss ich wohl erst einen Turm entdecken. Kann ich aber dann bis dahinter gehen? Wäre doch übel, oder? Ja klar, guck mal, da drüben ist noch ein Außenposten. Da hinten. Krass. Okay. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwas machen kann wegen der Map, aber das Problem ist halt, wenn ich neu installieren muss oder so, muss ich halt schauen, ob ich meinen Speicherstand irgendwie behalten kann. Das ist auch so ein bisschen blöd. Da drüben ist auch ein Außenposten. Ja, wir haben genug geschaut. Ich wollte doch irgendwas machen. Ach ja, genau. Fähigkeiten. Erstmal Herstellung. Können wir irgendwas Tolles machen? Das Problem ist halt, hier steht halt zum Beispiel, hier zum Beispiel Baral-Fell. Das Problem ist, ich weiß aber nicht, wo ich das finde, weil ich ja nicht die Karte habe. Die Karte grenzt es ja ein bisschen ein oder so. Das ist halt mein großes Problem. Ja, dann könnte ich auch effektiver mal Sachen bauen. So, Fähigkeiten. Ich weiß immer noch nicht, in welche Richtung ich gehe. Wie viele Punkte habe ich? 4. Tod von oben. Springe oder falle auf einen Gegner unter dir und führe einen tödlichen Takedown aus. Wenn du die Fähigkeit Ketten-Takedown erhalten hast, kannst du im Anschluss weitere Takedowns ausführen. Tod von unten. Wurscht, Ketten-Takedown. Ketten-Takedown. Beute-Takedown. Wo ist der Ketten-Takedown? Ziehen-Takedown. Pistolen-Takedown. Fahrzeug-Takedown. Ketten-Takedown. Alter, ist ja ganz da hinten. Okay. Messerwurf-Takedown. Schalte einen Takedown. Drücke dann, um sein Messer auf einen anderen Gegner zu werfen. Sein Messer. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich mach zuerst mal das. Das ist halt geil, wenn ich einen Takedown mache. Direkt plündern. Was haben wir hier? Beim Sprinten nachladen. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber es ist halt die Frage, was hier hinten halt noch ist. Konzentriert das Fahren. Können wir sonst schon machen? Mehr Gesundheit, oder? Machen wir erstmal das. So, weiter geht's. Wir haben genug Pause gemacht. Wo zur Hölle sind wir? Gehen wir hier runter. Ah! Wow, du fast daneben gesprungen. Hier sind wir. Da auch oben. Hinter dem Außenposten, wo wir hier befreit haben. Hinter dem Berg. Auf dem Berg, wie auch immer. Ach, ich vergaß. Moment mal, hier ist doch irgendwo so ein Händler. Was ist das eine? Ah, ich frag mich schon wieder mit dem Zeichen. Das war ja das mit den Plakaten hier. Noch 2 bis zur nächsten Belohnung. Wo ist der Händler? Ach so, die kann ich noch alle plündern. Ach so, aber bringt ja auch nicht viel. Wenn wir keine Beute groß nehmen können. Warte, hier eine Kiste. Warten wir noch. Ah, hier. Ich suche hier die Türe. So, Unterschlupf, schlafen und so. Alter! Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Okay, wohnt da sogar jemand? So, erstmal ein bisschen verkaufen. So.
Ja, mit dem Herstellen, wo kann ich das eigentlich herstellen? Mit den Spritzen, das habe ich noch gar nicht gesehen. Nur die Taschen habe ich gesehen. Muss ich mal nochmal genauer schauen. Verkaufen. Stapel verkaufen. So, das behalten wir. Das Tuch geht weg. Kaugummis gehen weg. So, die Babypille. Also wie gesagt, die behalte ich. Die ist cool. So, perfekt. Kaufen, anpassen. Körperpanzerung haben wir gerade gar nichts. Nehmen wir mal mit. Heilspritzen haben wir. Schützenhilfe. Was ist das eigentlich? Ruf ja dem Rebellen zur Hilfe, indem du V drückst. Ah, okay. Der Rest ist noch gesperrt. So, ich wollte eigentlich mal so alle Waffen durchgehen, so ein bisschen. Eigentlich. Deshalb würde ich mal sagen, nimm eine andere Waffe mal mit. Nimm mal die mal mit. Die wird halt ein bisschen lauter. Oder kann ich da irgendwo irgendwo upgraden? Nee, gar nichts. Ich gehe mal so alle Waffen mal ein bisschen durch. Hier oben. Aber ja. Nehmen wir nur mal die Knarre mit den Bogen. Behalten wir mal. Der ist eigentlich ganz cool. Munition nachfüllen. 28.000. Ja. Okay. So, und was ist mit der los? Geiselrettung. Eine kleine Farm wurde angegriffen. Die Royal Army hat sie geplündert und hält die Bewohner als Geiseln. Geh dorthin, töte die Aufpasser und rette die Geiseln. Wenn du gesehen wirst, werden die Geiseln hingerichtet. Also bleib unbemerkt. Geh halten zum AK. Hey, nein. Ich wollte sie nehmen. Also, nicht die Frau. Egal. Meine Freunde, die haben sie. Ich weiß nicht warum. Und die redet gar nicht. Die haben sie versklavt. Bitte. Ich hole sie zurück. Okay. So, wir haben hier wieder was komisches Blaues. Einsammeln. 500 XP. Cool. Kann ich hier raus? Ah nein, das war der Shop. Ich muss hier raus. So, das ist unsere Knarre. Oh je. Wird wohl jede einzelne Kugel nachgeladen extra, oder? Mohans Gales Tagebuch 1 noch bis zur Dingerbums, okay. Noch meine Antibabypille! Genial! Was machen die hier? Hallo, der Gegner ist. Ja, weg! Ich habe ihn kaputt gemacht. Mit meinem geilen Elefanten. So, wo müssen wir hin? 300 Meter. Nach hinten irgendwo. Oh, ist schon gar keine Straße hier. Alter. Was labert er? Ja, der geht mir auf den Sack. Mit seinem blöden Gelaber hier. So, wir müssen hier hintre. Ich würde mal sagen, wir bleiben ein bisschen mehr auf der Anhöhe hier. Oder gehen noch weiter hoch. Yeah! Hier kommt auch so ein Sperrgebiet. Mal weiter nach oben, können wir mal alles ein bisschen erkundschaften. So, 4 Geiseln. Mindestens 2 sollen wir retten. Okay. Hier ist wieder so ein Plakat. Nur einer? Hier sind die Geiseln. Hier noch eine. Ja, das Problem ist halt, wenn ich den jetzt laut töte, dann wird der da die Geisel töten. Ah, hier ist nochmal was, okay. Wollte schon sagen, irgendwie hier vorne oder so noch was. Das sind ein paar Tierchen.
Wenn ich jetzt halt, sag ich mal, einen Köder werf, was machen dann die Raubtiere? Gehen die dann auch auf die Geiseln los? Das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. So, ich gehe hier runter. Ich denke, wir haben alles erkundschaftet, was man erkundschaften kann. Ah, ne, hier ist noch einer. Machen wir hier einen Takedown, da einen Takedown, da einen Takedown, da einen Takedown. Dann sollte es relativ easy gehen hier. So, Beutetasche schon wieder voll. Die ist immer voll. Wieso? Also wieso zur Hölle? Die ist doch immer dauervoll. So, sehr nice. Wird gleich geplündert. Haben wir so gemacht. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, Hilfe kommt schon. Keine Bange. So, eigentlich ganz easy, finde ich. Sollte eigentlich, glaube ich, kein Problem sein. Hey. Nicht so grob. So, hier können wir was lesen. Betaus. Okay. Wie gesagt, wer das lesen will, kann gerne pausieren und das immer kurz durchlesen. Vielleicht ist auch mal vielleicht was Interessantes oder was Wichtiges, was Lustiges oder so drin. Deshalb lasse ich es immer mal kurz angezeigt. Nicht gleich hier wegklicken. So, noch eins zur Belohnung. Und noch zwei Gegner. So, das ist jetzt richtig easy, wenn man hier durchschleicht. Sag ich mal. Das ist richtig genial mit dem Beute-Takedown. Muss man da nicht echt schon nochmal hingehen. Das ist halt schon von Vorteil. Oh, der läuft auch ein bisschen blöd. So, von der Seite. Okay. Alle Geiseln gerettet, ja. Erstmal losbinden eigentlich. Oder muss ich die überhaupt losbinden, weil im Grunde genommen ist ja jetzt schon die Mission vorbei. Aber egal. Hallo? Wo ist die andere Geisel hin? Ja, war doch noch eine, oder? Ach, hier hinten. Hä? Hier ist blöd. Ah, nee, da vorne, wo der eine stand, da war, glaube ich, keine Geisel, oder? Uns? Du bist alleine, aber egal. So, die Kisten noch. Durchschauen. Mache ich jetzt einfach wegen Geld einfach mal. Ich würde alles tun für Geld. Bin eine Schlampe. So. Wird's langsam dunkel? Alter. Warum stöhnt ihr so? Er ist befreit, okay. So, nun. Das ist das Problem, ich kann jetzt halt nicht groß auf die Karte schauen. Das geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Es geht mir so richtig auf den Sack mit der Karte. Also muss ich wirklich mal schauen, hey. Das kann es echt nicht sein. Was machen wir jetzt? Fahren wir wieder zurück zu dem Posten. Ah doch, wir haben ja hier das Haar. Was geht bei denen ab? Autsch. Was denn? Was ist bei denen kaputt? Keine Ahnung. Hier schon eine Kiste, lasse ich mal, weil, wie gesagt, ich gehe nur an Kisten, wenn ich direkt mal dran bin. Also, eigentlich würde ich schon alles durchsuchen oder so, aber ich meine, weißt du, wenn die Taschen immer voll sind, ist ja auch blöd. So, was ist eigentlich das für ein Zeichen hier, das Gelbe? Wahrscheinlich auch das Speicherzeichen. So, ouch!